Ich grüße euch. Ich bin in Zivil, aber das ändern wir gleich. Es geht um diese Wandfläche, die ich kreativ gestalten werde. Und dazu müssen wir uns noch kurz umziehen. Und das geschieht. Wie ihr seht, ich bin umgezogen und es kann losgehen. Kreative Wandgestaltung und Highlight Kamin, das alles ein bisschen hervorheben. Ja, ups. Und zwar geht es um Kalkmarmorputz mit Schablonen von Marmorino Tools. Und zwar wird es ein bisschen kreativ. Da kann jeder seine freie Gestaltung freien Lauf lassen, sage ich jetzt mal. Dazu kommt dann morgen auch die Katja, weil sie da sehr kreativ ist und auch Bock dazu hat. Und da geht es einfach los. Ich zeige euch, was wir hier machen in einem kleinen Video und würde mich freuen, wenn ihr zuschaut und das Ganze dann auf Instagram verfolgen könnt. Viel Spaß. Und ganz wichtig natürlich, abonniert mich hier, MK. Als allererstes wurde hier in der Wandfläche alles gespachtelt, auch da hinten. Da war ein grober Modellierputz oben, der natürlich glatt gemacht werden musste. Und das Ganze dann mit einem Gewebe eingespachtelt. Hier war ein Fliesenkranz gewesen, unten genau das gleiche. Alles grundiert, alles viermal glatt abgezogen, damit sich dann kein Fugenbild durchsetzt. Das wird jetzt alles geschliffen von mir, grundiert, mit Putzgrund eingefärbt in dem Farbton, wie das Material aufgetragen wird. Und das sind so die ersten Vorarbeiten. Und los geht's. So, nachdem ich jetzt alles grundiert habe, bewusst hier in den dunklen Grauton, weil ja das Material da dunkler wird, hier auch dunkler, aber hier die Grundierung für den Mikrozement speziell genommen. Das ist mein gemischter Farbton, in dem Fall Tokio. Das spachtel ich jetzt auf und da leg mal los. Kreative Wand sozusagen fertiggestellt. Mikrozement ist jetzt dunkler gemacht worden
die Kreativwand, die muss jetzt noch trocknen. Und dann kommt jetzt der Schlussfinish drauf, und zwar die geile Lasur. Und dann machen wir ein bisschen Action noch rein und sowas. Und dann geht's ab. Bisschen Deko. Bisschen Deko. Gut. Wie ihr seht, haben wir viele Deko-Elemente drin. Der Hirsch hier zum einen, die Blüten, die das umrahmen. Die Kundin hat sich Schneeflocken gewünscht, hatten wir auch verarbeitet. Dann haben wir ganz viele andere tolle Deko-Elemente noch eingearbeitet. Aber das seht ihr dann, wenn wir mit der Wand fertig sind. Das Ganze hier zu machen, aber deswegen machen wir das ja. Soll die ja lang lassen, weil sieht besser aus. Mensch, liebe Leute, das war ja sehr anstrengend. Ihr habt ja gesehen jetzt, ich war gar nicht dabei. Hat ja alles die Frau im Hintergrund gemacht, aber die kommt gleich. Die ganze Geschichte ist jetzt fertig. Eine dekorative Wand, eine andere zeige ich noch gleich im Abspann. Und somit ist jetzt aus dem nicht ordentlichen Blickfang, ein richtig geiler Blickfang geworden, und dann könnt ihr mal sehen, wie sowas eben gestaltet wird. Natürlich kreativ kann man sein, indem man sich austobt, deswegen gibt es da kein richtig und kein falsch. Probiert euch einfach aus, seid kreativ, und deswegen würde ich sagen, Hashtag selber machen kommt am besten. Und ganz wichtig, man kann es auch ein bisschen mehr davor. Ich gehe, du gehst noch weiter vor. So. 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 Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Die Katja guckt immer hier rein, aber da ist die Linse. Okay. Und das ist ja wie bei RTL, ne? Da war ich noch nicht. Da waren wir noch nicht. RTL, ihr müsst mal anrufen, wir müssen das noch üben. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Katja und André. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.